In der Nähe von Trier machen wir uns einen Eindruck davon, wie die Menschen in den Generationen vor uns gelebt haben. Mit echten Häusern, echten Haushaltsgegenständen, nur an diesem Ort wieder neu aufgebaut. Genauso, wie sie in verschiedenen Dörfern aufwendig abgebaut wurden. Markus Zimmer-Berberich kommt fast täglich von weit an der Mosel hierher, weil ihm das Museum ans Herz gewachsen ist. Er zeigt uns einige Gegenstände, die vor 50 oder 100 Jahren in jedem Haushalt zu finden waren. Sie haben rund 10.000 Stücke hier im Museum und ein paar einzelne Exemplare haben Sie rausgesucht. Ich sehe jetzt hier, das ist eine alte Socke, oder? Ja, also ich habe mal versucht, so ein paar spektakulärere Objekte rauszusuchen, wobei die Socken natürlich jetzt wenig spektakulär zunächst mal aussehen. Aber ja, ich sehe viele historische Gegenstände und Sie kommen mit ein paar alten Socken, ja. Aber die sind gerade typisch für den Alltag. Jetzt denken Sie doch mal an die ganzen Frauen, die heute mit diesen zerrissenen und geflickten Jeans rumrennen, so als Modeerscheinung. Und hier haben wir eigentlich etwas Geflicktes aus purer Armut, ja. Mhm. Der war so arm oder der hatte eben auch keine passende Wolle. Ja. Zu diesen Socken. Das sind spezielle Socken, das können Sie hier oben an diesen Ringen sehen. Das sind also Socken der ehemaligen Wehrmacht mit verschiedenen Größenringen. Und diese Socken wurden wahrscheinlich auch noch in der Kriegsgefangenschaft, respektive dann nach dem Krieg, wo es einfach nichts mehr anderes gab, also wo man nicht einfach mal so im Internet oder im nächsten Laden ein paar Socken kaufen konnte. Und man hat die eben so lange gepflegt und repariert, bis halt wirklich gar nichts mehr ging und dann eben einem klassischen Lumpenhändler gegeben. Das gibt es ja heute auch nicht mehr. Sie kennen sicher nicht die Leute noch, die mit der Schelle durchs Dorf fahren und Schrott sammeln. Und die sammelten ja früher nicht nur Metall, sondern auch Knochen. Da konnte man ja was draus machen. Leim kochen. Die sammelten Lumpen und altes Eisen. Ja? Mhm. Und das ist jetzt aus einer alten Reißerei hier aus der Gegend, wo diese Socken sich eigentlich bis heute glücklicherweise auch aufgehoben haben. Weil sowas schmeißen die Leute auch immer weg. Ja. Also das in den Bestand zu bekommen, ist auch ziemlich schwierig, weil man schämt sich ja auch zum Beispiel heute, obwohl man sich ja in Anbetracht dieser Hosen, die heute zigfach schon so aus China kommen, ja nicht mehr schämen müsste, ja. Kann man ungefähr abschätzen, wie lange früher Kleidung getragen wurde? Ich sage mal, vor 50 Jahren, vor 100 Jahren hat man Kleidung, denke ich, viel länger getragen als heute. Das ist natürlich die Frage, wie wurde die Kleidung beansprucht? Also Arbeitskleidung hat man so lange getragen, bis sie wirklich auseinanderfiel. Jeder hatte in seinem Haushalt die sogenannte Stoffkiste. Das heißt, das waren eben kaputte Kleider, Reste von Kleidern, die man zusammengedreht hat zu kleinen Röllchen und dann hat man das zum Flicken genommen. Sie müssen sich ja auch vorstellen, selbst wenn es was zu kaufen gab, das war ja in der nächsten Stadt, das war ja weit weg. Wie ist man denn da hingekommen? Das heißt, man hat mit den Sachen, die man nun mal hatte, so lange gehaushaltet und hat sie so lange repariert, bis wirklich nichts mehr ging, bis zum Teil nur noch aus Flicken bestand. Und das, man hat sich ja auch nicht einmal nach der Mode gerichtet wie heute. Also ich denke, wenn ich mir manche Jacken anschaue, die x-fach gepflegt wurden, dass sie schon so 20, 30 Jahre lang getragen wurden. Wir haben noch ein paar Alltagsgegenstände hier, ganz unterschiedliche Dinge. Was ist denn das alles? Ja, ich meine, hier ist ein schönes Sprichwort. Also jemanden an der Nase rumführen. Wo kommt das her? Also mit diesem Teil hat man Ochsen oder Kühe, indem man das hier aufklappen konnte, so, also die Feder. Und das hat man dann hier zwischen die Nase gemacht. Und das war hier eine empfindliche Stelle und so konnte man halt diese Kuh oder diesen Ochsen halt dahin führen, wo man den gerne hatte. Also im schlimmsten Fall natürlich zum Metzger, im weniger schlimmen Fall halt vom Feld runter oder aus dem Stall raus. Also Sie sagen, das war eine empfindliche Stelle. Ist deshalb der Ochse da auch wirklich mitgegangen, weil er nicht wollte, dass es da Aua macht? Also, ich meine, möchte es mir jetzt nicht in die eigene Nase machen oder Ihnen. Ich glaube, es ist ein bisschen groß dafür, aber ich glaube, das tut schon weh, wenn man hier sowas zwischen den Nasenflügeln klemmen hat. Mhm. Obwohl man da ja auch wieder an heute denken muss. Denken Sie mal, das ganze Piercing, was man da so zum Teil hat, ob das nicht auch könnte irgendwie so wieder im Trend kommen, denke ich. Das könnte so auch so ähnlich was sein, ja. Das Freilichtmuseum Roscheider Hof wurde seit 1976 zu einem der größten Volkskundemuseen Deutschlands. Ich will mich hier ein bisschen umsehen. Auch wenn ich nicht zum ersten Mal hier bin, finde ich die alten Häuser unheimlich spannend. Und ich kann es kaum glauben, wie die Menschen hier ihren Tag verbracht haben. So völlig anders als eine Familie heute. Dabei haben noch meine Urgroßeltern genauso gelebt. Auch meine Großeltern sind ungefähr so groß geworden. Früher war alles anders. Da hatten sie schon recht.
Ich finde das zwar romantisch, aber bevorzuge eindeutig den Komfort von heute. WLAN haben die damals aber auch nicht vermisst. Die Menschen denken immer die gute alte Zeit. Ja. Oder man muss ja aufpassen, dass man nicht in einer Art so historisch aufgeblasenem Disneyland landet. Also ja. Wenn wir hier schon das Leben von früher zeigen, dann sollte es so realistisch wie möglich sein, obwohl man das natürlich nie erreicht. Das ist nur ein Bild des Lebens, was wir uns von früher machen. Man kann mit Objekten zwar was zeigen, aber sie können natürlich keine Gerüche nachahmen. Denken Sie mal, dieser Hof, wenn der in Betrieb wäre, mit Mist, mit Fliegen, mit schwirrenden Schwalben, das gibt es heute alles nicht mehr, mit ratternden Maschinen. Also das ist dann schon so ein bisschen steril. Das Badezimmer ist auch die Küche, ist auch das Wohnzimmer. Das Kreuz vertreibt die bösen Geister, hoffentlich. Das Ehebild hält fest, wie das gemeinsame Leben eines Ehepaars begonnen hat, meist in frühen Jahren. Gottesfurcht bestimmte den Alltag vieler Generationen vor uns deutlich mit. So wachte in manchem Haus auch der Papst darüber, dass sich alle Bewohner fromm benehmen. Das Bild konnte man zur Not umdrehen. Bewohner gab es viele auf wenigen Quadratmetern. Es konnte auch die Jungfrau Maria sein, die aufpasste, dass das Weib des Hauses nicht Jungfrau blieb und viele Nachkommen gebärte. Dass so einige Risse in den Wänden drin sind, das hat nicht in erster Linie damit zu tun, dass es ein Freilichtmuseum ist, in dem eben alte Häuser ausgestellt werden. Nämlich, es war der Alltag. Also die Häuser damals, die hatten auch durchaus mal einige Risse. Die waren oft mehrere hundert Jahre alt, denn sie wurden der Familie von Generation zu Generation weitergegeben. Und um ständig mal neu zu bauen, war die Arbeitskraft und das Geld einfach nicht da. Die Schule stand bis vor rund 15 Jahren in der Nähe des heutigen Flughafens Hahn. Ursprünglich hatten die Häuser im Hunsrück alle nur eine Etage. So wurden die Kinder auch in der Wohnstube der Lehrerfamilie unterrichtet. Auf 25 Quadratmetern hatten 70 Schüler gleichzeitig lesen und schreiben gelernt. So entschied man sich, das Haus 1840 umzubauen. Die Familie wohnte nun oben. Das Vieh hauste bei vielen Leuten unter dem gleichen Schieferdach. Oft unter dem Schlafraum, wenn das Haus denn zwei Etagen hatte. So kam etwas Wärme hinauf von den Tieren, die darunter dicht gedrängt lebten, wie die Menschen ebenso. Herr Berberich hat noch mehr Alltagsgegenstände. Einen Tontopf mit Löchern. Heute kann man Quark kaufen. Ich meine, in Anbetracht des Milchsees oder Milchberges kommt kaum noch einer auf die Idee. Kann man auch nicht aus pasteurisierter, muss man schon aus unbehandelter Kuhmilch machen. Also meine Tante hat das noch gemacht. Ich kann mich also sehr gut in meiner Kindheit noch an so ein Gefäß erinnern und hat einfach Milch dick werden lassen und hat dann eben irgendwann diesen Quark da rausgeschöpft. Diese Löcher sind eigentlich nur dazu da, um dann das zu entwässern. Und dann hat man eben Quark oder weißen Käse, wie man so schön gesagt, ja, heute gehabt. Hat man das dann in eine Schüssel reingestellt, damit die Flüssigkeit nach außen rausläuft? Zunächst einmal. Nur man hat es dann aus der Schüssel rausgenommen und dann eben abtropfen lassen. Solches salzglasierte Steinzeug stammt entweder hier aus der Gegend um Bruch herum bei Wittlich oder eben aus dem Kannenbecker Land im Westerwald. Ja. Also das ist so typisch für diese Gegend. Ja. Ich glaube, auch die Bemalung, die Farbe ist sogar typisch, oder, für Westerwald? Die Farbe ist typisch, die ist für diese Gegend typisch. Das ist halt so kobaltblaue Malerei. Je blauer das ist, umso moderner ist, kann man sagen, ist das Gefäß, oder umso jünger. Wenn das jetzt schon fast ins Schwarze reingeht, dann könnte man sagen, das ist dann noch ein Gefäß aus dem 19. oder, wenn man Glück hat, aus dem 18. Jahrhundert. Aber hier, das wird aus den 20er Jahren oder um 1900 sein, je nachdem. Einen Güterwagen hat sich das Museum geleistet. Die kleine Stadt Konz bei Trier hat nämlich drei Bahnhöfe, da sich hier zufällig mehrere Verkehrsverbindungen treffen. So kommt auch dieses Gebäude direkt hier aus dem Ort. Der Schuppen ist bereits über 150 Jahre alt. Bis in die 1960er Jahre wurden darin Güter umgeschlagen. Auch Koffer wurden hier gesammelt und das Ganze wurde natürlich verwaltet. Das Büro mit modernem Telekommunikationsapparat ist ebenfalls da.
Einige Zuschauer haben ihn noch selbst erlebt. Den Grund, nachts nicht allzu häufig auf Toilette zu müssen. Das Klohäuschen lag nämlich separat, außerhalb des Gebäudes. Wenn man im Winter dann doch zu häufig musste, konnte man auch den Nachttopf nehmen, der unterm Bett stand. Stellen wir uns die Gerüche im Schlafzimmer nicht vor, wo eventuell eine ganze Familie schlief und alle haben sich nur einmal die Woche gebadet. Diese Gerüche waren damals gewöhnlich. Heute empfinden wir die Düfte unserer Zeit als normal und nehmen Abgase auf der Straße kaum wahr. Damals reichen aber auch die wenigen Kraftwagen aus, um die frische Landluft mit schwarzem Ruß zu verdünnen. Ratgeber für die Ehefrau empfehlen noch in den 1950er Jahren. Wenn der Ehegatte nach Hause kommt, sollte das Essen fertig auf dem Tisch stehen. Plane es am besten schon am Abend zuvor. Das zeigt ihm, dass du an ihn gedacht hast und seine Bedürfnisse ernst nimmst. Es gab damals noch viel mehr Ratschläge. Trage etwas Make-up auf und binde dein Haar hoch, damit du hübsch aussiehst. Er hat den ganzen Tag nur Menschen in Arbeitskleidung gesehen. Räum auf und mach eine Runde durchs Haus, bevor er heimkommt. Beseitige jede Unordnung und wisch noch einmal schnell Staub. Wenn diese Anweisungen für das Eheleben noch nicht auf die Palme gebracht haben, dem sei noch diese ans Herz gelegt. Du hast bestimmt eine Menge zu erzählen, aber der Moment, in dem er nach Hause kommt, ist nicht der richtige Zeitpunkt. Lass ihn zuerst sprechen und denk daran, dass seine Themen wichtiger sind als deine. Richte sein Kissen und biete ihm an, ihm die Schuhe auszuziehen. Dass Frauen in manchen Kulturen der Erde heute eine andere Stellung in der Gesellschaft einnehmen als Männer, ist für uns zutiefst befremdlich. Solche Zeilen zeigen aber, dass es auch bei uns einst so war. Die Häuser stammen von der Saar und der Mosel. Beide treffen sich hier in Konz. Und viele stammen aus dem Hunsrück, an dessen Rand wir uns hier befinden. Unterhalb der Mosel auf der Karte ist der Hunsrück, oberhalb die Eifel. Aber der Baustil dürfte nicht sehr unterschiedlich gewesen sein. Eifel und Hunsrück waren beide eher ärmliche ländliche Regionen. Alte Werkstätten, alte Gasthäuser. Hier findet sich einiges aus den Dörfern unserer Heimat. Und die Gärten drumherum sind so gestaltet wie damals. Eigene Versorgung mit Lebensmitteln und mit der bunten Pracht der Pflanzen. Das Freilichtmuseum Roscheider Hof wird die Spielstätten des Alltags um 1850, um 1900 und danach auch noch aufgestellt haben, wenn wirklich keiner mehr lebt, der diese Zeit miterlebt hat. Geschichte zum Anfassen bringt die Augen immer wieder zum Staunen. Unsere Sendungen sehen die Menschen im Fernsehen, egal in welcher Ecke sie in Rheinland-Pfalz und umliegenden Regionen leben. Im OK 4, OK Kaiserslautern, OK Weinstraße, OK TV Südwestpfalz, bei Nahe TV, OK 54, Rheinlokal, OK Ludwigshafen, OK Mainz und im MOK Rhein-Main. Unsere Objektivbeiträge gibt es jederzeit auch online. Bei Facebook unter Objektiv Menschen leben Rheinland-Pfalz. Auch bei YouTube unter Objektiv. Außerdem finden Sie hier auch andere Sendungen aus den offenen Kanälen wie Zeugen der Zeit, Menschen im Mittelalter, das Kulturmagazin Horizonte oder die Satire-Show Homezone. Bei Instagram zeigen wir Ihnen außerdem Bilder aus Rheinland-Pfalz. Und natürlich haben wir eine Homepage. Wissen und Unterhaltung aus dem Bürgerfernsehen für alle. Danke fürs Einschalten und Reinklicken.